In dem Video heute geht es mal um Sägen. Es gibt verschiedene Arten von Sägen. Es gibt Sägen zum Bretter absägen, zum Bretter auf Breite sägen oder zum erstmal überhaupt ein Brett sägen. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Säge ist die richtige für dich? Als erstes fangen wir mal mit einer kleinen Säge an. Das ist Taschenmessersäge. Die ist praktisch, wenn man mal im Wald ist und da sich irgendeinen kleinen Ast absägen will. Oder sonst was. Aber zum wirklich große Sachen sägen, ist die nicht gut geeignet. Als zweites kommen wir mal zu richtigen Sägen, und zwar Motorsägen. Da gibt es zuerst mal zwei Kategorien. Einmal Elektrosägen und Benzinsägen. Fangen wir als erstes mal mit den Vorteilen an. Zuerst mal bei Benzinmotorsägen. Der Vorteil ist, dass man einfach in den Wald gehen kann, zack, ziehen und lossägen. Oder auch daheim. Und man hat viel Power, hat einen guten Sound und ja, für den Wald zum Bäume umsägen sind die super geeignet. Als zweites mal Elektrosägen. Der Vorteil von so einer Elektrosäge ist, dass sie nicht so arg laut ist. Weil wenn man daheim im Dorf oft mit einer benzinigen Motorsäge sägt, dann kann das sein, dass das die Nachbarn schon mal ein bisschen nervt, wenn es da immer so arg laut brummelt. Und mit so einer kann man auch mal in der Werkstatt drin sägen. Habe ich gemacht, wo ich die große Walnussschale gedrechselt habe, da habe ich in der Werkstatt nur ein bisschen mit der Elektromotorsäge meinen Rohlinggrund gesägt. Was auch ein Vorteil ist, dass man nicht andauernd Benzin nachtanken muss. Weil, wenn man so Aspen Motorsägenbenzin kauft, dann ist das relativ teuer. Und wenn man da dann viele Rohlinge sägt, dann kann das schon mal sein, dass man da mal recht schnell so einen Kanister leer gesägt hat. Und das Problem hat man bei einer Elektromotorsäge nicht. Natürlich, da muss man auch Kettenöl nachfüllen, aber ansonsten halt nichts. Jetzt kommen wir mal zu den Nachteilen. Ein Nachteil bei der Benzinmotorsäge ist, dass sie, wie schon gesagt, laut ist. Auch, dass man oft nachtanken muss. Und, was jeder kennt, wo eine Motorsäge hat, dass sie manchmal einfach nicht angeht. Dann kann man ziehen, so viel man will, aber das Ding will halt einfach nicht. Dann muss man sie zuerst mal auseinanderschrauben, guckt sich Zündkerze an. Eigentlich alles okay, schraubt man es wieder zusammen, zieht noch ein paar Mal und dann läuft sie. Das Problem hat man bei einer Elektromotorsäge nicht. Der Nachteil bei einer elektrischen Motorsäge ist aber, dass man halt im Wald nicht mal so einfach sägen kann. Dann braucht man entweder einen Stromgenerator oder man muss halt daheim sägen. Und auch da muss ich zuerst mal ein Kabel rauslegen und ja. Aber die läuft bei wenigstens immer. Jetzt kommen wir mal zur Schwertlänge und zur Kraft. Das kommt natürlich darauf an, was man sägen will. Wenn man jetzt bloß einmal im Jahr ein bisschen Holz macht und ein paar dünne Stämmchen absägt, da reicht dann auch eine Motorsäge mit kurzem Schwert. Aber sobald man dann drechselt und da große Rohlinge zusägen will, wo dann größer wie 30 cm sind, empfiehlt sich schon eine Motorsäge mit ein bisschen längerem Schwert. Aber was natürlich auch immer zu bedenken ist, umso länger das Schwert, umso blöder ist, wenn man mal in den Stein sägt. Weil, wenn man da so ein 1 Meter Schwert hat, da schleift man ganz schön, bis man da alle Zähne wieder nachgeschliffen hat. Jetzt kommen wir nochmal kurz zum Preis. Wenn man sich jetzt natürlich für eine Stiel-Benzinmotorsäge entscheidet, dann muss man wissen, dass so eine relativ teuer ist. Wenn man aber von Stiel eine Elektrosäge will, ist die gar nicht so viel billiger. Aber dafür kriegt man, ich habe hier so eine Makita, die hat jetzt bloß 180 Euro gekostet und hat ein 45er Schwert. Die hier hat bloß ein 40er und so eine kostet wesentlich mehr Geld. Deswegen für die kleinen Geldbeutel empfiehlt sich auch so eine Säge. Wobei, es gibt natürlich auch billige Benzinmotorsägen. Aber die haben dann wieder ganz blöde Abgaswerte. Bei Stiel, da wird es ja noch einigermaßen kontrolliert, was da vorne aus dem Auspuff rauskommt. Aber bei den anderen, ja, da ist man sich nicht so ganz sicher. Als nächstes kommen wir mal zum Thema Handkreissägen. Eine Handkreissäge, das hat wahrscheinlich
jeder, der wo so ein bisschen mit Holz bastelt und schafft, hat wahrscheinlich jeder daheim. Aber ich habe inzwischen eine Tauchkreissäge, weil bei einer Tauchkreissäge, dafür gibt es Führungsschienen, bist dabei. Gibt natürlich für Handkreissägen auch, aber so eine Tauchkreissäge ist eigentlich was ganz Praktisches. Weil, wenn man da eine Führungsschiene hat, kann man da eigentlich relativ viel und genau mitarbeiten. Das ist quasi ein Ersatz zu einer kleinen Tischkreissäge. Weil, da kann man sich dann schön seine Führungsschiene hinlegen und dann mit Lineal schön den Abstand messen und dann zack, einmal drüber. Und so funktioniert das eigentlich ganz gut. Mit einer Tauchkreissäge kann man auch Ausschnitte machen, weil man eben eintauchen kann. Zack. Und deswegen ist wahrscheinlich eine Tauchkreissäge eine bessere Wahl wie eine kleine Tischkreissäge. Wobei, das kommt natürlich auch darauf an, was du damit sägen willst. Als nächstes kommen wir mal hier zur Kappkreissäge. Eine Kappkreissäge haben wahrscheinlich auch recht viele daheim, weil es nicht die größte Maschine ist. Na gut, das ist jetzt eine relativ große Ausführung, aber da gibt es auch kleinere. Und das ist eben ganz praktisch, wenn man mal ein kleines Leistchen, zack, absägen will. Oder auch mal im Winkel irgendwas sägen. Und dafür hat man eben eine Kappkreissäge. Prinzipiell ist eine Kappkreissäge eine super Sache, weil man eben halt auch kann man sich einen Kappkreissägenstand für bauen und dann kann man sich dann einen schönen Anschlag hinmachen und dann wiederholt genau Sachen sägen. Oder wenn man mal irgendwas ausbaut oder so und da eben Bretter absägen muss, da ist das auch ganz praktisch, weil es eben einen gut rechtwinkligen Schnitt gibt und man quasi unendlich lange Bretter oder Balken drauflegen kann. Jetzt nochmal ein kurzer Satz zur Genauigkeit. Da hat sich auch jemand gefragt, wie genau die ist. Und prinzipiell muss man sagen, eine Kreissäge oder allgemeine Säge ist immer bloß so genau, wie man sie einstellt. Da unten hat sie ja so eine Skala, an der kann man gut einstellen, aber dann ist es vielleicht auf ein halbes Grad bis Grad ungenau. Und wenn man jetzt sagt, man muss was ganz Genaues sägen, dann kann man auch einfach mit einem Winkel einstellen. Und dann bekommt man auch mit einer relativ billigen Kreissäge ein relativ gutes Ergebnis hin. Weil natürlich, da gibt es auch billige, für die hat jetzt bloß 300 Euro gekostet, das ist für eine der Größe nicht so arg viel. Und dann gibt es natürlich auch Festool und so weiter, die kosten dann halt in der Größe über 1000 Euro. Und da ist natürlich die Frage, wie viel gibt man aus und ist einem dann wert, dass man dann mit der teureren vielleicht ein bisschen genauer sägen kann oder sagt man, ja, so reicht es mir auf ein halbes Grad genau. Und wenn ich mal was Genaues brauche, tue ich halt noch mal mit dem Winkel nachjustieren. Aber ansonsten ist so eine Kappkreissäge geschickt, aber sie ist eben bloß zum was Ablegen gedacht. Und man kann nicht irgendwas auf Breite damit sägen. Als nächstes kommen wir mal zur Tischkreissäge. Eine Tischkreissäge ist praktisch, auf der kann man so gut wie alles machen. Man hat einen Parallelanschlag, wo man irgendein Brett oder eine Platte auf Breite sägen kann. Man kann je nach Säge einigermaßen dicke Sachen sägen und man kann, wenn man sich entweder einen Schiebeschlitten für baut oder wie ich eine Formatkreissäge in einem Formattisch hat, kann man da auch Sachen ablenken. Das heißt, man spart sich damit eigentlich eine Kappkreissäge. Mit einer Kreissäge kann man schön gerade Schnitte machen. Die hat auch relativ viel Kraft. Aber was gerade bei billigeren oftmals ist, dass die Absaugung nicht so ganz gut funktioniert und deswegen staubt. Aber bei der war die Absaugung auch nicht perfekt. Und dann haben wir da unten noch ein Stückchen Pappedeckel nachgebeppt. Und seitdem saugt die super ab, dass kein Stäubchen mehr in der Luft ist. Deswegen, man kann auch eine billige Kreissäge mit noch ein bisschen Klebeband noch ein bisschen in der Absaugung verbessern. Aber ansonsten ist so eine Kreissäge was Praktisches. Jetzt kommen wir mal zu meiner Lieblingssäge. Und zwar zur Bandsäge. Die Bandsäge, finde ich, ist die praktischste und universellste Säge. Weil
Mit einer guten Bandsäge hat man einmal einen schönen hohen Schnittbereich. Bei der sind es jetzt über 30 cm. Das heißt, da kann man auch mal einen Stamm aufsägen und aus dem Stamm Bretter sägen, was man mit einer Kreissäge nicht kann. Außerdem, wenn man so ein schmales Band drauf hat, wie jetzt, kann man auch wunderbar die Schüsselrohlinge rundsägen. Deswegen ist eine Bandsäge für einen Drechsler eigentlich so gut wie unverzichtbar. Bei einer guten Bandsäge hat man auch einen guten Parallelanschlag, mit dem man dann auch wirklich schön gerade Schnitte machen kann. Ich hatte ja vor der die Record Power Säge und bei der war die Führung irgendwie nicht so toll. Weil wenn man da dann nicht sich am Anschlag irgendwas eingestellt hat und dann was sägen wollte, wupp, ist das immer verlaufen. Das ist jetzt bei der aber anders. Deswegen kann man mit der auch relativ gute gerade Schnitte machen. Den Tisch kann man auch kippen, also kann man auch Gehrung sägen. Man kann dann hier noch so ein Schiebeteil hinmachen und kann dann damit auch, zack, wunderbar was absägen. Im rechten Winkel. Und ansonsten ist so eine Bandsäge halt wirklich relativ universell, weil Schnitthöhe ist höher wie bei jeder anderen Säge. Durch das dünne Band hat man auch relativ wenig Verschnitt. Sie ist auch ein wenig sicherer wie eine Kreissäge, weil bei einer Kreissäge, da schneidet es ja gegen den Druck. Das heißt, wenn es sich irgendwie verkantet, kommt es zurück. Und bei einer Bandsäge, da schneidet es nach unten. Und deswegen wird die ganze Energie vom Schnitt zack auf den Tisch abgeleitet und es kann nicht irgendwie raushauen. Hat also keinen Rückschlag. Und deswegen ist eine Bandsäge echt praktisch. Man kann auch mal, wenn man jetzt Drechsler ist, kann man auch sich mal, wenn man eine große Bandsäge hat, kann man sich auch einfach seinen Klotz drauflegen und dann zack in der Mitte durchsägen. Deswegen spart man sich da in gewisser Weise manchmal die Motorsäge. Und umso genauer man eigentlich so einen Rohling rundsägt, umso schneller geht es dann nachher beim Drechsel. Ja, das war's jetzt auch mal mit der Bandsäge. Jetzt habe ich zwar schon mal die einzelnen Maschinen vorgestellt, aber noch nicht, welche Säge zu dir passt. Und das will ich jetzt so ein bisschen beantworten. Als erstes mal der Fall, man hat jetzt keine so wirkliche Werkstatt, sondern tut bloß mal irgendwas am Haus reparieren, wenn mal irgendwas kaputt ist. Oder vielleicht auch mal was Kleines bauen. Da würde ich mal eine Tauchkreissäge bzw. Handkreissäge empfehlen. Und dann noch eine Stichsäge. Weil eine Stichsäge ist quasi der Ersatz für eine Bandsäge. Weil mit einer Stichsäge kann man auch runde Schnitte machen. Und wenn man sie in so einen Stichsägentisch einspannt, kann man sie quasi wie eine Bandsäge benutzen. Und die zwei Maschinen, die kosten nicht arg viel und man kann mit denen relativ gut arbeiten. Fall 2, man hat eine kleine Werkstatt und tut da auch gerne mal irgendwas basteln. Irgendwelche kleinen Schränkchen und Regälchen und Kistchen und sowas. Da empfiehlt sich vielleicht eine kleine Tischkreissäge, dann eventuell noch eine Tauchkreissäge und eine kleine Bandsäge. Oder alternativ zur Bandsäge eine Stichsäge. Weil damit kann man so ziemlich alles machen, was man da so machen will. In der Kreissäge kann man gut was auf Breite sägen, in der Kantkreissäge absägen und dann mit der Band- bzw. Stichsäge noch irgendwelche Rundungen sägen. Und auch die ganzen Maschinen kann man sich in relativ klein kaufen und dann so auch in eine kleine Werkstatt reinstopfen. Der dritte Fall ist, man ist Drechsler, hat so eine mittelgroße Werkstatt, so was in der Größe und will sich nicht immer sein Holz teuer kaufen, sondern will sich es auch selber machen. Wenn man natürlich in der Stadt wohnt, ist das schwieriger, aber so in einem Dorf auf dem Land geht es natürlich einfach, sich ein Holz zu besorgen aus irgendwelchen Garten. Da empfiehlt sich eine kleine Motorsäge, entweder Benzin oder Elektro, das muss man dann selber entscheiden, und noch eine Bandsäge, weil eine Bandsäge ist halt wichtig zum Drechseln, zum Drechselrohlinge rundsägen oder sich auch mal Kantel zusägen. Der vierte Fall ist jetzt, wenn man einmal drechseln tut,
beim Drechseln auch relativ viel Spaß macht und man das viel macht, aber auch mal so ein bisschen was schreien will. Da empfiehlt sich dann natürlich eine Kreissäge, eine Bandsäge, eine Handkreissäge, eine Stichsäge und noch eine Motorsäge. Und eventuell auch noch eine Kappkreissäge, weil man damit dann alles machen kann, was man will. Ja, und das war's dann jetzt auch mit meinem kleinen Ratgeber mal. Vielleicht war's für euch ganz lehrreich, welche Säge so praktisch ist. Und wenn euch das gefällt, könnt ihr mal einen Daumen hoch geben. Und dann kann ich so ein Format ja nochmal zu anderen Maschinen machen. Zum Beispiel zu Schleifmaschinen.